hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute auch wieder mal dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute geht's wieder mit den deutschen Zerstörern los. Und dementsprechend der Z23, dem Tier 8 Zerstörer mit einiger Torpedobewaffnung, die hier schön in der Mitte angeordnet ist. Damit 8 Torpedos auf den Gegner abfeuerbereit. Und schauen wir mal, wie er sich so schlagen kann. Ich habe mir mal hier was rausgesucht. In dem Fall 8er, 7er, 6er Gefecht, also Top-Tier. Das ist natürlich immer schon mal eine sehr gut gehende Basis. Und er nimmt jetzt hier Kurs auf B. Die Schiffe alle noch weit weg. Er geht erst bei 6,2 Kilometer auf. Also von dem her die Torpedos erstmal einfach mal auf gut Glück. Und jetzt ist er hier auf B und macht gleich die hydroakustische Suche an. Und da kommen schon Torpedos. Das war schon gut, dass er die angemacht hat. Weil sonst hätte ihn die hier schon auf jeden Fall überraschen können. Aber man sieht, den Punkt können sie aktuell nicht einnehmen. Und jetzt geht er hier auf die Bujoni, aber da kam er noch nicht drauf. Die Insel ist noch im Weg. Ja, er schießt genau an dieses fitzelchen Eck, das da vor ihm ist. Und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Naja, mit den vorderen Kanonen kommt er zwar immer noch nicht drauf, aber hinten wenigstens schon. Wobei das natürlich alles so jetzt gerade noch nicht so ja, wirklich prickelnd war, wie er es da gespielt hat. Oh ja, da sind schon wieder Torpedos. Das heißt, da jetzt erstmal wegbewegen. Nicht, dass die einen noch erwischen. Also den Punkt hier einzunehmen, das wird wohl nichts. Da wird ein Zerstörer ebenfalls hier an der Insel kuscheln. So, und jetzt einfach mal die Torpedos darüber geschickt. Einfach mal auf die Jagd und gucken, was da so möglich ist. Aktuell schaut es da ganz gut aus mit den Torpedos, die da so ankommen. Aber da sind auch genug Schiffe. 2 Torpedos, die treffen. Ja, das ist schon mal die ersten 21.000 Schaden. Der dritte kommt auch, der vierte kommt auch ins Ziel. Also 50% der Torpedos, die er abgefeuert hat, sind da mal ins Ziel gegangen. 42.000 Schaden, das kann man lassen. Natürlich haben alle gleich repariert, deswegen die 2 Schiffe, die er da mit Flutungsschaden versehen hat, leider natürlich nicht mehr im Gange, sonst wäre es natürlich noch schöner. Aber deswegen, da fahren immer die Schiffe entlang und da waren auch so viele Schiffe, also es war wirklich gut, dass er da den Fokus so ein bisschen drauf gesetzt hat. Ja, das mit der Fidschi wird nichts, die ist einfach schon hinter der Insel. Aber jetzt kann er wenigstens sich mal ein bisschen hier um den Punkt kümmern. Ja, von der Distanz dürfte das, ist das noch zu weit weg. Aber klar, versuchen kann man es mal. Aktuell hat er kein wirklich schöneres Ziel. Vielleicht fährt ihm da wieder was in den Torpedo rein. Gut möglich. So, und jetzt hat er hier ein bisschen den Boost angemacht. Mal schauen, was er jetzt so vorhat damit. Wie er die Agilität jetzt ausnutzen will. Noch 5 Sekunden, dann hat er auf jeden Fall mal den Cap für sich und sein Team eingenommen. Ja, und jetzt den Nebelwerfer aktiv. Vielleicht hat er da ein bisschen Respekt vor der Kneisenau, ansonsten weiß ich jetzt aktuell noch nicht warum. Aber auch da die Torpedos vielleicht gar nicht so verkehrt. Ne, die Bujoni ist wahrscheinlich zu langsam. Ne, wobei, könnte sogar kommen. Nein, aber da
verschwinden sie leider vorher. Da hat die Reichweite nicht ganz genügt. Und hier jetzt die Gneisenau. Torpedos brauchen leider noch 20 Sekunden. Bis sie wieder da sind. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Und hier natürlich mit der Hippe und der Gneisenau. Da jetzt zwei Schiffe, die ordentlich Power haben, aber gerade die Gneisenau, die hat sich doch da jetzt in die Insel manövrieren lassen, muss man ja schon fast sagen. Das heißt, da jetzt Torpedos schnellstmöglich hin. Genau, jetzt hat er das, glaube ich, auch überblickt, was da passiert ist. Und klar, den Damage will man abfarmen. Oh, 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 Torpedos. Gott sei Dank war der Rückwärtsgang gerade noch so am Start. Das heißt, boah, war der knapp. Heieiei, also dass der so knapp nochmal wird, der Torpedo hätte ich jetzt nicht erwartet. Und die Torpedos schauen sehr gut aus. Die Gneisenau hat da gar keine Chance. Also die wird hier versenkt werden. Da ist auch der Kill. Und die Fidschi bekommt hier auch gleich ein bisschen Begrüßungsfeuer. Aber er, man sieht, überall hat er irgendwie Druck von den Seiten. Also er ist hier in der Mitte sehr zentral und muss echt aufpassen. Aktuell ist er offen. Also dementsprechend wird er noch die ein oder andere Granatenkelle abbekommen können. Aber er war jetzt wohl nicht im Fokus. Fidschi ist da auf dem Rückzug, Cleveland hat ein anderes Ziel, die Schlachtschiffe ebenfalls nicht geschossen, also von dem her alles nochmal gut gegangen. Natürlich schöne Ziele für die Torpedos, aktuell 76.000 Schaden, aber da muss noch einiges kommen. Die Benson ist da hinten natürlich auch kein ganz uninteressantes Ziel für ihn hier. So. Erstmal lässt er die Benson dann noch gewähren, sondern versucht sie da so ein bisschen in die Torpedos zu ziehen. Jetzt schießt er da mal drauf, weil jetzt wäre er eh gleich aufgegangen. Und die Benson scheint abzudrehen. Ja, schade. Sonst hätte er da eigentlich ganz gut die Torpedos schon mal in die Richtung gesetzt. Oh, 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 vielleicht kommt er doch besser als erwartet. Ah, ist hinten vorbeigelaufen. Schade. Wie gesagt, ist jetzt natürlich offen, spielt jetzt hier etwas risikoreicher. Boost hat er aktiv. Jetzt hat er einen Brand selbst erhalten. Ich wollte gerade sagen, hat einen Brand ausgelöst, aber in dem Fall muss er hier, wie gesagt, echt ein bisschen aufpassen. Man könnte natürlich jetzt aber auch, klar, jetzt den Rauch zünden und einfach hier mit seinen Kanonen arbeiten. Also das ist so ein bisschen, ja, da könnte er noch ein bisschen mehr rausholen, weil er selber spottet ja jetzt hier nicht, sondern das können ja andere machen. Also das wäre auf jeden Fall machbar. Wobei man darf natürlich nicht vergessen, wenn er jetzt den Rauch zündet, aus dem Rauch rausschießt, dann kann natürlich der Gegner sich darauf auch zubewegen und plötzlich hat er dann irgendwie ein Schlachtschiff gegen sich. Auch nicht so schön.
Der Gegner hat noch mehr Schiffe als sein Team. Sein Team hat noch 5 und der Gegner hat noch 6 Schiffe. Ne, 7 sogar. Oh, ja, 7, das sind natürlich noch, es sind nochmal 2 Schiffe mit einigen Kanonen mehr und da sind auch wirklich ganz, ganz spannende Dinge dabei. Also die Zerstörer selber, ich sage jetzt mal, okay, die kann man schon überlegen und auch noch aushalten. Aber die Schlachtschiffe und die Kreuzer, ja, da sind wirklich ordentliche Nummern dabei. Also er muss aufpassen, dass er hier nicht überpaced, aber bis dato läuft es ja ganz gut. Er kratzt bald an der 100.000er Grenze. Oh, und da die Torpedos, aber hat er gut vorher geahnt, alles in Ordnung. Da keine Gefahr damit für ihn. Hier die Fidschi, die ist natürlich auch nah dran. Gerade, man darf echt die Briten nicht unterschätzen. Und jetzt zündet er den Rauch. Und jetzt will er wohl Gas geben darauf. Mit der Sicht soll es kein Problem sein. Den Spot bekommt er. So, jetzt hat er sowohl die hydroakustische Suche an, als auch die Torpedos Richtung Fidschi raus. Das heißt, wenn sie da reindreht, bekommen sie auf einmal Besuch von den Aalen. Ansonsten haut er halt einfach mit den Granaten weiter drauf. Wobei, warum er jetzt zurückzieht, verstehe ich wieder nicht. Er hätte einfach offiziell vorne drauf bleiben können. Jetzt kommt die Benson aber recht nahe. Da muss er aufpassen, dass nicht da auf einmal die nächsten Torpedos da sind. Tirpitz bekommt auf jeden Fall vielleicht den ein oder anderen Torpedo ab. Und jetzt kommt die Benson da daher. Torpedos, Acht aus. Feueralarm. So, und jetzt weg damit. Jetzt wird es langsam mal Zeit, dass da auch das nächste Schiff fliegt und sehr gut. Da holt er sich den Kill. 128.000 Hitpoints hat er damit mittlerweile. Und jetzt steht es auch nur noch 3 gegen 4. Allerdings hat das gegnerische Team da nach wie vor deutlich mehr Tickets. Den ein oder anderen Cap zu haben, wäre jetzt definitiv nicht schlecht. Die New Mexico ist auch mit ihren 4.300 Hitpoints gar nicht mehr frisch. Also, das schaut nicht gut aus. So, und da natürlich mit der Fuso. Ein Schlachtschiff, was man eigentlich gerne mit Torpedos bestücken würde. Aber er kommt nicht drauf. Die Fuso schaut aber auch auf der Minimap zumindest so aus, als ob sie sich da an die Insel manövriert hätte. Also da bin ich jetzt gespannt, wenn sie jetzt aufgeht, wie das denn aussieht. Hat er wahrscheinlich auch gesehen, deswegen gehen jetzt einfach mal die Torpedos da in die Richtung. Also alles noch machbar hier in dieser Runde. Da ist die Fuso. Und die Benson hat hier noch bestimmt einen entscheidenden Anteil daran, auch noch ein Wörtchen zumindest mal mitspielen zu wollen. Aber die Chance nutzt er jetzt aus, um sich mal Richtung B zu orientieren.
Jetzt schießt er da los auf die Fuso. Mal schauen, was die Torpedos da anstellen können. Ob es ein guter Hit wird oder ob sie da... Aber ja, einer sitzt, zwei sitzen, drei sitzen, vier sitzen. Sehr schöne Salve, die er da losgefeuert hat. Und die Fuso hat hier natürlich massivst drunter gelitten, dass er da jetzt so gut zurechtgekommen ist in dem Augenblick. So, jetzt macht er seinen Rauch an. Und jetzt natürlich die Fuso ist das Ziel, das ist der Begierde für ihn. Zündet sie auch an, ganz wichtig, sehr schön. Allerdings hat er hier leider für den Spot gesorgt. Dementsprechend kriegt er jetzt keine Sicht mehr auf das Schiff. Aber man sieht oben gut, der Damage tickt. Das heißt, da läuft es noch auf der Fuso. So, die letzte hydroakustische Suche, die ist aktiv. Die Benson ist natürlich auch noch irgendwo. War zuletzt hier gespottet. Aber schon lange nichts mehr davon gesehen. Und jetzt nimmt er auch noch die Fuso raus. Und jetzt schaut es sehr, sehr gut aus. Ticketsmäßig liegen sie jetzt in Führung. Sie haben zwei Caps und da kommt die Benson daher. So, damit sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt.